Reitschuster.de. 7,3 Millionen Besucher hatte meine Seite im September. Es ist phänomenal. Ich bin völlig baff. Ihr könnt das alles nachschauen auf similarweb.com. Könnt ihr auch vergleichen. Da kann man alle großen Portale anschauen. Und wir sind damit sogar Marktführer. Ist ein blödes Wort. Ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz. Ich denke, je mehr alle haben, umso besser ist es. Aber es ist dennoch faszinierend, weil, wie gesagt, wir sind ein Miniteam. Und ich habe gerade ein Interview gegeben. Ich mache im Moment gar keine Interviews, weil ich nicht im Vordergrund stehen soll. Also keine Video-Interviews und keine öffentlichen Auftritte, aber das waren die Kollegen von der JF und schriftlich, da habe ich gesagt, da mache ich so. Wir haben länger gesprochen und es war hochspannend. Der meinte dann, ja, man merke, dass die Seite professioneller geworden ist, dass da doch eine große Redaktion da ist. Es ist keine große Redaktion da. Es bin ich und Katja Quel, meine rechte Hand, sprechen übrigens Russisch miteinander, das ist witzig, und jeweils 18-Stunden-Tag, aber das ist die große Redaktion. Dann haben wir noch zwei feste Autoren, den Daniel Weinmann und den Kai Rebmann und viele tolle Gastautoren, und das ist es. Es ist minimal, und wie wir damit an die Spitze kommen, es ist für mich immer noch ein faszinierendes Rätsel. Buch mit 7 Siegeln. Und der Kollege von der JF, der fragte, ja, warum das so gut läuft? Ich habe gesagt, das müssen Sie die Zuschauer fragen, die Leser fragen. Hat er wieder gesagt, müssen Sie die fragen. Und er hat mich aber so lange gedrängt, bis ich dann sagte, ja, ich kann nur einen Erklärungsversuch wagen. Und meine Erklärung, vielleicht liegt es daran, neben viel Glück, ich hatte viel Glück, also zum Beispiel, als ich zum rechten Zeitpunkt in die BKK, Bundespressekonferenz kam, dass ich da die Fragen stellte, die wahrscheinlich viele fragen wollten. Und was ich mir vorstellen kann, ich weiß es nicht, ich warte auf eure Antwort. Freut mich, wenn ihr unten schreibt, was gefällt euch nicht. Was ich mir vorstellen kann, also was mir so wichtig ist, ist Demut und Respekt, Achtung vor den Zuschauern und nicht von oben herab arrogant und ich belehre und hier, das ist richtig, ich missioniere euch. Ich habe ja eine andere Einstellung als viele von euch, weiß ich, bei Putin und auch bei anderen Dingen. Aber das ist doch normal. Das wäre doch schlimm, wenn wir in allem einer Meinung wären. Wäre doch furchtbar. Das schätze ich an euch so, dass ihr echte Demokraten seid, dass ihr sagt, ja, ich bin nicht mit allem hundertprozentig mit dem einverstanden. Aber dennoch schätze ich das, dass er versucht, Fragen zu stellen. Und was ich glaube, besonders wichtig ist, dass ich nicht denke, ich bin im Besitz irgendeiner Wahrheit und ich verkünde euch jetzt, wie Putin wirklich ist, ich verkündige euch jetzt das. Nein, ich bin im Austausch mit euch, ich möchte auch von euch lernen. Für mich ist das wie ein Gespräch mit euch, wie wenn ihr hier neben mir sitzt am Küchentisch, wir unterhalten uns, oder ich schreibe einen Brief auf Augenhöhe und nicht selber so wichtig fühlen, nicht selber glauben, dass man keine Fehler macht. Ich mache so viele Fehler, mir ist ja schon die Kamera hier umgefallen, das Licht ist mir auf den Kopf gefallen. Ich verhasple mich sehr zur Freude meiner Hasse, aber diese Freude, die gönnen wir ihnen doch, oder? Da sind wir doch großzügig. Ja, gerade habe ich im Wochenbriefing, kam dann der Korrektor auf mich zu und da habe ich gesagt, wie immer kann ich mich irren. Da meinte er, ja, da lieferst du eine Steilvorlage für deine Hasser, weil die dann sagen, du irrst dich immer. Habe ich gesagt, du, ich werde wegen denen nicht meinen Sprachstil ändern. Ich werde auch wegen denen nicht aufhören, spontan zu reden. Und ich glaube, dieser extreme Hass, das ist ja auch ein Zeichen von Liebe fast, kann man sagen, weil es ist ja umgekehrte Aufmerksamkeit. Weil ansonsten, wenn man jemanden nicht mag, also mir ist zum Beispiel Thilo Jung relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es kümmert mich nicht. Er darf machen, was er will. Ich würde mich nicht an gewissen Sachen da, die in meinen Augen er falsch macht, aufhängen. Ist mir einfach egal. Aber wenn man sich so manisch fixiert, ja, das fasse ich als Aufmerksamkeit auf. Aber jetzt reden wir über die Hasser, das wollen wir gar nicht. Das ist wirklich bemerkenswert. Die haben mit Sicherheit geglaubt, wenn sie mich aus der Bundespressekonferenz schmeißen, wenn sie mich aus dem Land ekeln, wenn sie massiven Druck machen, wenn sie mich verleumden, dass dann das zusammenstürzt und dass dann meine Zuschauer, meine Leser weg sind. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Das freut mich so riesig. Da danke ich euch ganz, ganz herzlich und ja, von ganzem Herzen. Finde ich toll und ich fühle mich auch ein bisschen, es ist wie mit dem Team, wie Familie, ja. Wir
Ich glaube, wir haben uns gegenseitig geholfen, durch diese völlig verrückte Zeit zu kommen. Wir haben uns gegenseitig geholfen, nicht verrückt zu werden in dieser Zeit. Und wir suchen jetzt weiter gegenseitig nach Erkenntnissen, nach Wahrheiten im Bewusstsein, dass wir die nicht kennen. Ihr wisst, ich will euch nicht belehren, ich will euch nicht missionieren. Ich versuche, wie ich kann, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und ihr wisst, ich mache dabei auch Fehler. Ich versuche, die Fehler einzugestehen. Fällt nicht immer leicht, bin ich ganz ehrlich, aber da muss man diszipliniert sein. Ich versuche nicht wichtig, mich selbst zu nehmen. Auch schwierig, aber ich versuche es. Ich versuche, so gut es geht, ist schwierig, mich nicht selber in den Vordergrund zu stellen. Das Format macht es eben notwendig. Aber ich habe das auch geschrieben im neuen Wochenende. Wochenende sage ich schon, im neuen Wochenbriefing. Wieder schöner Lacher für die Hasser. Dass ich eigentlich das Ganze auch zurückfahren will. Ich will nicht noch größere Zahlen. Ich habe jetzt 3 Jahre einen 18-Stunden-Tag, so gut wie kein Wochenende, so gut wie keine freien Tage. Das geht nicht immer. Ich will dann auch mal runter, runter, runter. Ich will dann auch mal ins zweite Glied, ins dritte Glied, vielleicht nur noch gelegentlich was schreiben, weniger Videos machen, weil wenn ich einen Burnout dann habe, haben wir doch alle nichts davon. Aber im Moment macht es mir riesen Spaß, diese 18 Stunden. Ich habe in meiner Jugend gejobbt in der Fabrik und ich ziehe den Hut, nur nochmal vor allen, die da in der Fabrik 8 Stunden dran stehen. Da ist meine Arbeit ein Privileg, da ist es ein Glück, dass ich das machen kann, was mir wirklich Spaß macht, was mir wirklich Freude macht, wo ich so viel tollen Kontakt habe, so tolle Zuschauer. Dafür euch allen ganz, ganz herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Schaut wieder rein, schaut auch auf die Shop-Seite, die Unterstützer machen, ganz neue Sachen wie hier www.reitschuster. Nee, halt von Reitschuster, das rede ich schon, bringe ich schon mich selbst als Ersten hier ins Spiel. Falsch, falsch, falsch. www.eine-frage-noch.de. Ja, ich mache ungern Werbung, aber in dem Fall bin ich das den Unterstützern schuldig. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und fast hätte ich es vergessen, ich mache auch noch einen Bericht auf der Seite zu den Zahlen und da könnt ihr auch solche T-Shirts gewinnen. Alles Gute, danke, ciao. Schaut wieder rein, Abo dalassen, Glocke drücken und wer kann, Unterstützung ist immer wertvoll. Ich habe keinen Milliardär im Hintergrund, der das Ganze bezahlt, was ich für sehr gefährlich halte. Ich habe keine GZ-Gebühren, die ich bekomme. Ich bekomme keine Reklame von der Regierung, Millionen. Ich bin dafür aber auch unabhängig und nur euch gegenüber verantwortlich. Und das ist das Schöne. Alles Gute. Danke. Ciao.